Es ist ein wunderbarer Moment, wo die ersten Geigen kommen, weil das ist wirklich, wie der Mensch den Fluss sich vorstellt und die Liebe dafür, dass wir das alles in einer Atmosphäre von Intimität spielen. Prag und die Moldau. Die goldene Stadt und eine weltbekannte Melodie, die untrennbar mit der tschechischen Nation verbunden ist. Die Glocken der Kirche St. Peter auf dem Prager Berg Vyšehrad spielen sie zu jeder vollen Stunde. Neben der Kirche liegt ihr Komponist begraben, Friedrich Smetana. Die Moldau ist sein Schicksalswerk. Als er sie vollendet, notiert er: Jetzt höre ich nichts mehr. Er war taub. Und in diesem Moment Musik voll von Natürlichkeit, Freude, Lust, Spaß, Tanz, Melodie, Monumentalität und umarmende Liebe zu der Land zu schreiben. Das ist etwas, was mir immer noch bis heute, und das wird nie stoppen, meinen Atem wegnimmt. Keines seiner Werke verkörpert den Freiheitswillen der Tschechen mehr als die Moldau. Von den Unabhängigkeitskriegen des 19. Jahrhunderts über den Ersten Weltkrieg, die Besetzung durch die Nationalsozialisten, den Prager Frühling 1968 bis zur samtenen Revolution. Smetana war bewusst, dass er im Begriff ist, der Begründer der tschechischen Nationalmusik zu werden. Wenn die Welt die Jagd anfängt, eigentlich ist es eine klare Wechsel der Harmonie, etwas Überraschendes. Und auch Hörner plötzlich und die Kultur von Waldhörnern und Hornspielens, das war immer eine große Visitenkarte von Böhmen. Und jetzt hören wir an, was alle Holzbläser haben. Tutti bitte Ziffer 8 nochmal. Und der Drive kommt, zweite Cellia mit den Achteln, molto secco. Jedes Jahr wird die Moldau zu Beginn des Musikfestivals Prager Frühling gespielt. Ihren Welterfolg erlebt Friedrich Smetana nicht mehr. In der Prager psychiatrischen Anstalt stirbt er 1884 an der Syphilis. Damals war es normal, Syphilis zu haben. Viele Menschen erkrankten daran. Trotzdem wurde Smetana exhumiert und es entstanden unterschiedliche Erklärungen, woran er starb. Jeder kennt die Melodie der Moldau. Doch wie sie entstand und wie eng sie mit dem Schicksal ihres Komponisten und mit der tschechischen Geschichte verwoben ist, das ist bis heute weithin unbekannt geblieben. Das Stück ist sehr emotionell. Es gibt genug Raum für Ausstrahlung des Geistes, ja? Und das ist besonders.